Ihr Lieben, willkommen zu einer weiteren, fast schon muss ich sagen, Daily-Ausgabe von Holger Bröers Real Talk und natürlich das ganze Bullshit-frei. Ja, heute in einem zarten Fliederfarben. Ich weiß gar nicht, kann man als richtiger Mann mit so einer geilen Stimme, die ich habe, kann man eigentlich, darf man da Flieder tragen? Ich finde ja. Wobei andere Menschen natürlich behaupten, Flieder ist irgendwie was für Männer, die auch Männer mögen. Wobei, das finde ich auch ganz wunderbar. Also ich finde Flieder schön und möchte heute in dieser Ausgabe, in dieser Folge, möchte ich wie immer über Sales, Selling, Success und den anderen Bullshit, der uns da draußen so um die Ohren geblasen wird und vors Gesicht gehalten wird, möchte ich sprechen. Aber auch über die guten Dinge. Also, ich weiß gar nicht, war das 2 Wochen, 3 Wochen, hatte ich Besuch bekommen, privat. Also, das, was ihr euch jetzt einmal mit mir gedanklich vorstellen müsst, diese Szene spielte sich bei mir privat zu Hause in meinem kleinen Studenten-Etablissement, in meinem kleinen Studenten-Appartement hier in Deutschland. Aber ich bekam also Besuch von einer mir damals oder eigentlich noch relativ unbekannten Person. Und ich hatte so das Gefühl, der Mann wollte, naja, irgendwie, wie soll ich sagen, beruflich privaten Kontakt zu mir aufnehmen. Also irgendwie kamen wir über LinkedIn mehrere Monate ins Plaudern. Und dann sagte er, Mensch Holger, ich weiß ja, wo du wohnst, ja, und er hatte auch so bei mir in dem Nachbarort auch Bekannte. Du, kann ich einfach mal abends auf der Bremse drücken und bei dir vorbeischauen? Ach, da dachte ich, Gott, ich meine, kennt ihr das Gefühl? Ja, ich weiß, dass du das Gefühl hast. Dieses Gefühl, wenn man lange gearbeitet hat und einfach irgendwie nur noch nach Hause möchte. Und wir haben früher gesagt, nichts machen. Heute heißt das ja Netflix and chill. Cringe. No shit, Sherlock. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, weißt du was, auf dem Sofa lernst du keine Leute kennen, komm eben vorbei. Ding Dong, ja, also Ding Dong nicht richtig, weil ich habe ja ein vollautomatisiertes videoüberwachtes Smart Home, ja. Also meldete mir Alexa schon in weiser Vorausschau, dass da jemand an der Doorbell ist. Der Monitor ging an, wie erwartet war das mein Gast. So, ich bat ihn dann herein, habe wie immer gesagt, Schuhe aus, ich habe es gerne ordentlich zu Hause. Die Frauen unter euch wissen, was ich meine. Und dann blieb er so ein bisschen in meinem Flur, sagt man das glaube ich noch, Flur? Ja, Flur stehen und schaute sich so ein bisschen um und guckte so. Und dann sagt er, Mensch, das ist aber groß hier. Also das ist ja, ich hab ja so ein, das ist ja wie in so einer Turnhalle hier. Also das hätte ich aber anders gemacht. Das ist ja Platzverschwendung. Das ist ja. Und da sah ich ihn kurz an, habe ihn gefragt, ja, wie viele Häuser hast du denn? Und sagt er, wieso? Na, ich sag, wenn du mir jetzt erklärst, wie ich meine Häuser bauen soll und wie ich zu leben habe, dann interessiert es mich auch schon. Ne? Ich meine, ich hätte dich nicht gefragt, aber wie sieht es denn bei dir so zu Hause aus? Naja, long story short, der Abend war relativ kurz. Worauf ich hinaus will, and you probably get the point, weißt du, im Leben, und das ist meine Message heute im Cut the Bullshit Real Talk für dich, du sollst ja auch was lernen, wenn du ihn hörst. Im Leben triffst du viele Leute, analog und digital. Digital heutzutage mehr als auf der Straße. Ja, und wenn du ein bisschen introvertiert bist, triffst du auf der Straße noch weniger als digital. Naja, aber du triffst halt Menschen und dann sprechen die dich an oder die schreiben dir oder die wollen irgendwas von dir. Ja. Aber eins darfst du dabei niemals vergessen. Vergiss bitte niemals. Du wirst immer nur kritisiert von Menschen, die viel, viel weniger erreicht haben oder viel, viel weniger im Leben machen als du. Ich sage dir das nochmal. Du wirst immer nur im Leben kritisiert von Menschen, die viel, viel weniger und viel, viel weniger machen im Leben als du. Immer nur von denen, die weniger erreicht haben. Und jetzt kommt der Catch. Dummerweise, stört dich das. Und dummerweise nimmst du dir das auch manchmal zu Herzen. Aber ich sag's nochmal, sowohl bei LinkedIn
als auch im wahren Leben, wenn du mal sagst, Mensch, komm, bist zwar müde, aber gibst dem Jungen eine Chance, vielleicht wird es ein nettes Gespräch. Sowohl bei LinkedIn, Social Media, im Leben, im analogen, im digitalen Leben, du wirst immer nur von denen kritisiert, die weniger erreicht haben. Oder, Gegenbeweis, hat denn schon mal Steve Jobs, Elon Musk, you name it, irgendwie, nimm ein paar LinkedIn-Persönlichkeiten. Haben die dich schon mal angerufen und haben dich kritisiert? Nee, machen die nicht. Weißt du warum? Erstens haben die ihren Shit together. Zweitens, who cares? Wer bist du? Das interessiert die null. Die schauen nach oben. Und die schauen nicht nach oben und kritisieren, sondern die schauen nach oben und fragen, hey, toll, kann ich von dir lernen? Das war ungefähr vor 2 Wochen. Und gestern, passierte dann, weißt du, wie das Leben so ist. Das Leben ist ja auch gut zu mir. Ja? Ich glaube, ich bin auch gut zum Leben. Ja? Aber das Leben ist auch gut zu mir. Gestern passierte dann das, was so wunderbar ist. Das war wieder der menschliche Gegenbeweis. Und zwar treffe ich ja viele Menschen. Ja? Also so wie denjenigen, der dann sagte, kann ich mal bei dir vorbeikommen, traf ich auch vor vielen, ach Monaten will ich nicht sagen, aber Wochen, traf ich den Shadi. Den Namen konnte ich zuerst gar nicht aussprechen, weil er hat einen lustigen Namen. Der wird anders geschrieben als gesprochen. Shadi Charles Aksoy. Shadi Charles Aksoy, seines Zeichens ein introvertiertes, smartes Brain, ja, der mir bei ein paar Projekten geholfen hat und ich habe ihm geholfen. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, komm doch mal vorbei. Und als er dann vorbeikam und was daraus geworden ist, ihr seht ihn hier, ja. Spiegelverkehrt da. Ja, als Shadi dann gestern zu uns kam in mein Clubhaus, ich nenne das nicht Büro, sondern ich nenne das zu Recht liebevoll mein Clubhaus, ja, hat auch nicht jeder Zutritt. Als er dann kam und wie er das empfunden hat, könnt ihr auf seinem Profil lesen. Und das war der Gegenbeweis, dass er eben verstanden hat, das, was ich dir gerade gesagt habe. Also vergiss wirklich niemals, du wirst immer nur im Leben geärgert, verarscht, kritisiert von Menschen, die wirklich weniger drauf haben. Ich meine, gehe ich, wenn ich eine Einladung habe, gehe ich irgendwo hin, stelle mich in den Hausflur eines Unternehmens, eines Freundes, ein Bekannten, sage, hätte ich aber anders gemacht. Nee, mache ich nicht. Sondern wenn es mir gar nicht gefällt, dann halte ich meinen Mund. Aber in der Regel gibt es doch irgendwas, was Schönes. Man kann doch immer sagen, hey, toller Teppich, tolle Wandfarbe. Ja. Und wenn nicht, hältst du einfach deinen Mund und bist dankbar über die Einladung. Und gestern ist eben das passiert, was man da so wunderbar daraus lernen kann. Gestern hat Shadi den Weg, und ich wusste das gar nicht, der ist um 3 Uhr morgens, der arme Kerl, ja, ist ja schon aufgestanden und hat eben, ich zeige es euch mal, ihr könnt es aber auch selber auf seinem Po. Ja, du hast richtig gehört, 3 Uhr frühstücken, Sachen packen, waschen, mit dem Hund raus und dann los und so weiter. Also das hat er echt wirklich wunderbar beschrieben. Und es war auch ein wunderbarer Besuch und er hat eben das verstanden, was auch du im Leben machen sollst und machen kannst. Lern doch von denen, die schon da sind, wo du bist. Ja, hör auf, andere zu kritisieren, sondern bringst doch erstmal selber auf die Kette. Und weißt du, und wenn es dann nicht auf die Kette bringst, dann fragst du entweder Leute und wenn du erfolgreich bist, dann wirst du auch feststellen, dann interessiert dich das eigentlich gar nicht, was andere machen. Denk mal drüber nach, ihr Lieben. Also Shadi, nochmal an dieser Stelle ganz, ganz lieben Gruß. Schön, dass du da warst. Freue mich auf unsere gemeinsame Reise. Und ich freue mich, wenn ihr morgen oder übermorgen, je nach Lust und Laune, je nachdem, was ich anziehen werde, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt, Cut the Bullshit, Real Talk, mit mir, mit Holger. Und dann vielleicht wieder in Flieder.